Endlich wieder Inselfeeling. Ich freue mich auf Langeoog-Fan Ingolf Lück. Hier fing damals alles an. Wie schön. Ja, wie schön, der Schauspieler. Hallo Ingolf. Hallo Judith. So. Das ist mein altes Zimmer. Ja? Ach, nein. Ja. Nein, nein. Da kam der böse Ingolf dann rein. Eine sympathische Hafenstegwartin. Moin, Ed. Moin. Mr. Ingolf. Was hat das Handy gerade gesagt? Bester Ehemann? Das ist jetzt mein Mann, der hat es am Telefon. Den Ostfriesland-Krimi-Autor Klaus-Peter Wolf. Als ich das gesehen habe, dachte ich, da liegst du eine Leiche hin. Welches Verbrechen ist denn jetzt hier passiert? Hier hat ein Verbrecher eine Leiche vergraben. Und auf andere außergewöhnliche Begegnungen bei meinem Inselabenteuer auf Langeoog. Meine erste Station auf dem ostfriesischen Eiland, das Haus der Insel. Ich bin seit knapp einer Stunde im Ferienmodus und habe gerade ein Déjà-vu. Die historische Inselbahn, die mich eben ins Dorf gebracht hat, fährt hier nochmal ab, in Miniatur. Mehr noch, die ganze Insel detailverliebt nachgebaut aus mehr als 1,5 Millionen Legosteinen. Unglaublich. Ich bin mit Andreas Böker, dem Bauherrn dieses Kunstwerks, zu einem ersten Inselrundgang im Mini-Modus verabredet. So, jetzt habe ich hier eine Bank. Ja, genau. Dann setze ich mal einfach davor, setzen, ne? Genau. So, jetzt sitzt er schön vor dem Wasserturm. Das ist das Wahrzeichen. Das ist das Wahrzeichen von Langeoog, genau. Das war eines der Projekte, das wir ganz zu Anfang mitgebaut haben. Ja, das Wahrzeichen muss halt dabei sein. Mhm. Und einer der ganz wichtigen Bewohner von Langeoog ist auch auf der Insel. Darth Vader ist angekommen. Mit seinem Laserschwert. Mit seinem Laserschwert, ja. Was macht der denn hier auf der Insel? Wir haben verschiedene Gags eingebaut. Es sind noch andere Figuren hier, die benutzen wir immer. Um kleine Szenen für Kinder suchen, spielen. Ja, ich habe den Darth Vader gefunden, hast du den noch nicht entdeckt? Okay. Also die machen mit diesen Figuren eine ganze Menge Action. Das hier ist übrigens die evangelische Inselkirche im Maßstab 1:42, samt Friedhof. Der Langeooger Hafen, nur 4 Kilometer vom Festland entfernt, und die Ferienunterkünfte mit erholten Urlaubern. Das war gar nicht Ihre Idee hier, ne? Ich habe gehört, dass eigentlich Ihr Sohn derjenige war, der den ganzen Stein ins Rollen gebracht genau, hat. Genau, er war der Auslöser. Ja? Und er war hier und kam mit der Idee zurück. Oh, wir waren auf Langeoog, wir müssen jetzt die Inselbahn bauen. Dann haben wir uns halt Fotos recherchiert und so weiter. Haben also versucht, dann eine möglichst naturgetreue Inselbahn zu bauen. Aber so eine Inselbahn dann ganz ohne Bahnhof, das ist halt fürchterlich langweilig. Ja, dann war das nächste Projekt halt dann Bahnhof bauen. Die Unterstützung der Insel war damals schon fantastisch, als wir dann hier die erste Ausstellung machten. Ein kleines L von 1x2 Meter. Bahnhof, bisschen was vom Hafen. Mhm. Die Resonanz war schon ganz toll. Wir haben damals noch aufgebaut, abgebaut, aufgebaut, abgebaut. Das heißt, das war auch logistisch schon eine ganz schöne Sache. Aber mittlerweile hat sich das eben als Dauerausstellung hier etabliert. Inzwischen ist Mini Langeoog fertig. 5 Jahre lang haben Vater und Sohn daran gebaut. So, und ich habe mich gefunden. Das finde ich sehr schön, dass Sie mich verewigt haben. Zu erkennen am Zopf. Das passt auf jeden Fall, aber das ist ja falsch rum gestreift. Ich glaube, da haben wir sicherlich noch was viel Schöneres. Ha! So detailverliebt sind Sie? Ach ja. Ach ja, wirklich, das ist mein Shirt und die Jeans. Also, einfach wechseln. Ach, man kann doch einfach die Frisur abmachen. Das ist ja auch. Nein, aber das ist eine sehr viel schönere weibliche Figur. Stimmt, der Kopf drauf ist besser hier. So. Oh, das gibt es ja nicht. Ich bin das. Süß. Perfekt. Jetzt ist es aber Zeit für einen echten Inselspaziergang. Langeoog liegt zwischen Spiekeroog und Baltrum im ostfriesischen Wattenmeer. Hauptattraktion, der 14 Kilometer lange Naturstrand. Herrlich. Autos müssen auf dem Festland stehen bleiben. Das inseltypische Fortbewegungsmittel ist das Fahrrad. Ich habe mir auch eins ausgeliehen und starte die 8-Kilometer-Tour zum Ostende der Insel. Hallo, moin. Dagmar. Mensch, toll. Nach dem langen Weg und nach dem anstrengenden Weg erstmal was zur Begrüßung, einen kleinen Schluck, dass du dich erholst.
Wasser. Ja, danke. Genau. Du bist auch ganz schön weit draußen hier. Ja, ne? Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, dann kommen wir mal rein. Auf dein schönes Lokal. Dann zeige ich dir unseren Hof, ne? Dagmar Falke gehört zu einer der ältesten Familien auf Langeoog. Und sie serviert hier eine Spezialität. Dickmilch. Ich bin gespannt. Warum ist das eure Spezialität? Das ist nach einem ganz alten Familienrezept. Meine Großmutter hat da mal mit angefangen. Wir hatten eine kleine Schankwirtschaft hinterm Haus. Und wir hatten immer Milchkühe, bis 1959 sogar 80 Stück Milchvieh. Und dann hat meine Großmutter gesagt, was machen wir mit der vielen Milch? Und sie ist dann auch schon mal bei Gewitterstimmung umgekippt und sauer geworden und war dick in der Kanne. Nicht die Oma, sondern die Milch. Nein, ja, genau, nicht die Oma, sondern die Milch. Und dann hat sie die in Schalen aufgesetzt. Und wir hatten früher in der Kammer nur so ein ganz kleines Schränkchen, da passten 6 Stück rein. Und die waren dann innerhalb von 24 Stunden dick. Und dann hat sie die den Gästen mit angeboten. Und die Gäste fanden das toll, mit Zucker und Schwarzbrot reingebröselt. Und dann hat sie das erweitert. Und irgendwie waren 62, kam meine Mutti hier auf den Hof. Und dann hat sie durch die Erzählungen dieses Rezept aufgenommen und hat das weitergeführt oder hat das wieder ins Leben gerufen. So, und dann jetzt habe ich das mittlerweile von meiner Mutti wieder übernommen und führe das weiter, weil wir mittlerweile gemerkt haben, das ist ein Magnet hier für die Meierei. Also es kommen ganz viele sogar aus Österreich, aus der Schweiz her, um hier diese Dickmilch zu essen. Kannst du mal sehen, was du hier für Lockstoff hast? Ja, ganz genau. So, nehmen wir, das ist ein altes Litermaß noch von meiner Mutti her. Und dann füllen wir da jetzt 1 Liter Milch ab. Und das ist immer 1/4 Liter für eine Schale. Und dann über Nacht stehen lassen. Das krieg sogar ich hin. Du kannst auch gerne, wenn du möchtest, selber das mal mit einfüllen. Ja. Bis voll ist, ne? Einfach. Ja, also so bis hier, so, wo der Rand so anfängt. Mhm. Hast du jemals gezweifelt, ob du das Ganze übernehmen sollst? Ja. Und zwar in meiner Ausbildungszeit auf der Hotelfachschule in Hamburg. Mhm. Da habe ich 2 Jahre in der Großstadt gewohnt und gelebt. Und ja, als ich dann hier wieder herkam, habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt, mich erstmal wieder zurechtzufinden. Weil es doch klein ist, ja, ne? Ja, und auch die Annehmlichkeiten, die du hast, die du in der Großstadt hast. Du gehst mal eben über die Straße und hast dann alles. Hier musst du 8 Kilometer in den Ort fahren. Mhm. Und dann habe ich ein langes Gespräch mit meinen Eltern geführt. Und da haben sie gesagt, sie können es, wollen es weitermachen, aber nur, wenn ich ihnen dann dabei helfe. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist es mein Elternhaus, ich bin hier groß geworden und ich habe das dann hier übernommen von meinen Eltern. Mhm. Und bist du glücklich damit? Ja. Oh, das kam schnell. Du bist überzeugt davon. Ja. Also das ist schön. Ich lebe das aus. Das ist mein Zuhause hier, das ist meine Freiheit. Und die ist hier wirklich grenzenlos. Ich schreibe das mal in mein Reisetagebuch. Back to the Roots. Gerade in schnelllebigen Zeiten tut Rückbesinnung auf Altes und Bewährtes so richtig gut. Jetzt bin ich aber gespannt auf die Spezialität des Hauses. Serviert wird die geronnene Rohmilch traditionell mit Schwarzbrot, selbstgemachtem Sanddornsaft und Zucker. Das schmeckt gut. Mhm. Ganz frisch. Ja. Das ist deine erste Dickmilch? Mhm. Ja? Mhm. Hey. Gut. Meine erste Dickmilch. Mhm. Nach dem Rezept deiner Oma. Ja. Weißt du, was ich finde? Hm? Wir stoßen jetzt mit dem selbstgemachten Sanddornsaft auf deine Oma an. Ja, und auf unsere Gesundheit. Wie hieß deine Oma? Hilde. Auf Hilde. Auf Hilde. Und auf meine Mutti, die hat das ja weitergeführt. Und auf dich. Prost. Prost. Und jetzt ran an den Gast. So, da ist sie schon. Jetzt bin ich gespannt. Ich durfte ja heute mitmachen. Sanddorn dazu und Zucker, wenn es nicht süß genug ist. Wie Sie das essen müssen, wissen Sie? Nein. Okay. Du weißt es, oder? Also mit dem Löffel auf jeden Fall. Richtig. Sie krümeln das Brot da so rein, aber nicht rühren. Weil wir sind ja froh, dass die dick geworden ist, die Milch. Sie krümeln das rein, machen den Sanddorn drüber. Wenn Ihnen das dann nicht süß genug ist, noch ein bisschen Zucker und dann löffeln Sie das. Ich kannte das auch nicht vorher. Gut? Ich mag es. Sie auch? Super. Ich freue mich, dass es gut ankommt. Dankeschön. Guten Appetit. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Das Rezept merke ich mir.
Ich hätte auch gern noch eine zweite Portion bei Dagmar gegessen, aber ich muss weiter. Es ist noch so viel Insel zum Erkunden übrig. Meine nächste Verabredung treffe ich wieder im Dorf. Und zwar in einem berüchtigten Eiscafé. Ich tarne mich mit einem Erdbeerbecher und beobachte mein Opfer aus sicherer Entfernung. Diese Szene habe ich mir nicht ausgedacht, sondern Ostfriesland-Krimi-Autor Klaus-Peter Wolf. Und zwar während er auf dem Balkon seiner Langeooger Ferienwohnung saß und Totentanz am Strand schrieb. Mal sehen, ob er was merkt. Komm runter, ich geb dir eine Kugel. Judith, ich komme! Das mit der Kugel habe ich ernst gemeint. Oder nehmen wir gleich zwei? Hallo, guten Tag. Hallo! Hallo. Hey, Meister! Oh, hier gibt's ja tolles Eis. Ich nehme Rose von Langeoog einmal. Ja, das ist super schnau jetzt. Und Tiramisu. Ich nehme da was mit Karamell. Ah, gute so, Wahl. Bitte schön. Danke. Prost. Sag mal, werde ich diesen Tag überleben? Du ja. Ich bringe ja immer nur böse Menschen um. Mit wie vielen Leichen hast du Langeoog in deinen Krimi schon gepflastert? Schon vier und ich arbeite gerade an der fünften. Ich wundere mich, dass sie mich noch auf die Insel lassen. Das ist ein übles Pflaster geworden. Klaus-Peter, jetzt bin ich total gespannt auf die anderen Tatorte. Sollen wir ein bisschen rumfahren? Klaus-Peter Wolf gehört zu Deutschlands Spitzenautoren. Die Fernsehkrimis nach seinen Drehbüchern haben Millionen gesehen. Seine Bücher belegen regelmäßig Platz 1 der Bestsellerlisten. Die Ostfriesland-Krimis haben einen regelrechten Hype ausgelöst. Und ich fahre hier einfach so mit ihm Fahrrad. Mal sehen, wo er überall seine literarischen Langeoog-Leichen versteckt hat. Unsere Spurensuche beginnt im Naturschutzgebiet Flinthörn. So ein schöner Ort und ich mach den mit so einem Zeug berühmt. Ja, sieht erstmal ungefährlich aus. Das ist jetzt mal ein schöner Blick. Und jetzt schau dir das an, ne? Ja. Als ich das gesehen habe, dachte ich, da liegst du eine Leiche hin. So ein bisschen freaky bist du schon. Ja. Welches Verbrechen ist denn jetzt hier passiert? Hier hat vor 20, 25 Jahren ein Verbrecher eine Leiche vergraben. Und hier findet er auch dann selber den Tod und wird gestellt und für sein Verbrechen bestraft. Der Mörder findet Sühne. Ja, natürlich, an diesem wunderschönen Ort. Für seine Ostfriesland-Krimis nutzt Klaus-Peter Wolf immer reale Schauplätze. Auch den nächsten Tatort gibt es wirklich. Das Panorama-Restaurant Seekrug. Hier sind viele Verbrechen geschehen. Hier? Das ist ein wichtiger Ort in meinen Büchern. Ja, ich kann die Gefahr schon riechen. Bio-Torte, eine echte Kalorienbombe. So, was ist jetzt hier Schlimmes passiert? Hier saß die Auftraggeberin für einen Mord, hatte natürlich ein Alibi und was Schönes zu essen. Wo genau? Dort. Hier. Das ist der Platz. Sie saß im Panorama-Restaurant Seekrug auf Langeoog und genoss den Meerblick. Die Nordsee war aufgewühlt. Bei klarem Wetter und nur wenigen Schäfchenwolken rollten die Wellen mit einer Wucht an den Strand, als hätten sie vor, die Insel zu fressen. Die weiße Gischt schäumte höher als in den letzten Tagen. Oder kam es ihr von hier oben nur so vor? Nach dem Essen zeigt mir Wolf noch seinen Lieblingsort, den Wasserturm, Langeoogs Wahrzeichen. Der Ausblick ist wunderschön. Du kommst ja eigentlich aus Gelsenkirchen, ne? Was macht das mit dir, hier diesen weiten Blick zu haben in Ostfriesland? Ja, ich wurde in so Häuserschluchten groß. Ich habe praktisch immer auf Beton oder auf Mauern geguckt.
Und deswegen ist, glaube ich, auch Ostfriesland für viele Menschen aus dem Ruhrgebiet so ein Sehnsuchtsort. Mhm. Die fahren dann da natürlich viel hin in den Ferien oder so. Und viele wünschen sich auch, wenn ich Rente kriege, dann ziehe ich da hin. Das war immer ein Sehnsuchtsort. So habe ich es schon kennengelernt. Und als ich das erste Mal hier das Meer gesehen habe und dann auch das erste Mal frei atmen konnte, das war so großartig. Mhm. Ich kam ja noch aus richtig dreckiger Luft. Jetzt ist das da nicht mehr so, aber damals war das so. Die Luft war schlecht, die Kinder hatten Atemnot. Also richtig Kohle-Revier war, ne? Und dann fuhr man mit den Kindern auch extra nach Ostfriesland, damit die richtig Luft kriegten. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich durchatmen können und zum ersten Mal das Meer gesehen. Und es war eine Liebe fürs Leben. Wie oft kommst du nach Langeoog zum Schreiben? Also ich bin so vier Wochen im Jahr mindestens auf Langeoog. Und machst du dann Urlaub? Also entspannst du auch mal? Oder bist du wirklich die ganze Zeit mit deiner Klade unterwegs? Richtige Künstler machen keinen Urlaub. Sondern die schreiben oder die... Man nennt das dann Arbeit, aber ich empfinde das ja nicht als Arbeit. Ich empfinde das als großes Glück, da oben auf meiner Terrasse zu sitzen, die Leute zu sehen unten, die Eisdiele zu sehen, zu schreiben, dann ans Meer zu gehen, ein bisschen spazieren zu gehen an der Wasserkante, dann kommen mir die Gedanken und Ideen und dann zu schreiben. Das, du musst dir den Schriftsteller als glücklichen Menschen vorstellen. Ich könnte noch ewig weiterfragen, aber meine nächste Verabredung wartet schon. Fast zwei Drittel der Insel gehören zum Nationalpark Wattenmeer, UNESCO-Weltnaturerbe. Touristische Nachhaltigkeit wird mehr denn je zum Muss. Wattführer Joke Pouliard nimmt mich mit. So, Oke, ich persönlich habe schon mal eine Wattwanderung gemacht. Ja. Und ich bin jetzt nicht so der Freund vom Wandern. Warum sollte ich auf Langeoog trotzdem eine machen? Was ist das Besondere? Weil wir hier Touren machen nach verschiedenen Themen. Ja. Wir machen Touren zur Muschelbank, eine Gezeitenwanderung, Wattsafaris. Und wir machen auch kulinarische Touren. Welche Tour machen wir denn? Wollen wir kulinarisch machen? Auf jeden Fall wollen wir kulinarisch machen. Ja, das finde ich toll. Ja? Mit Kulinarik kriegst du mich. Was gibt's denn? Die willst du nicht verraten, ne? Verrate ich nicht. Gut. Wie weit ungefähr muss ich dafür laufen? Auch bis ins Albad haben wir 800 Meter. Ja, los, das schaffe ich. Dann gibt es das erste Essen, finde ich super. Nee, später erst. Ach so. Erst, also die Belohnung kommt später. Stehe. Joke ist übrigens nicht nur Wattführer, Tischler und Strandgutkünstler, sondern auch Vordenker in Sachen Biosphäre. Naturschutz als Herzensangelegenheit. Mensch und Tier im Einklang, das ist das Ziel. Stopp. Ah, hier, schaut mal. Da ist es schon. Wenn wir jetzt hier länger stehen und die dann nicht brüten können, gehen die dann tot? Nein, nein. Also wir sind ja schnell vorbei. Die Eier können das einigermaßen vertragen. Das ist eine unheimliche Leistung, die natürlich vollbringen müssen. Es kann ja mittags brüllend heiß sein im Mai mit über 30 Grad und stellen sich die Vögel davor, spenden Schatten, fächern da Wind zu, um das Temperatur vom Ei wieder runterzubekommen. Wirklich? Und andererseits ist es jetzt so Temperaturen wie jetzt irgendwie, dass sie dann wirklich natürlich darauf sitzen müssen. Ne? Ja. Aber es ist nicht schlimm, wenn die mal so ein paar Minuten ohne sind. Joke ist nicht nur vogelkundig, er erzählt mir auch Spannendes über die hiesige Pflanzenwelt. Meerstrandbeifuß, eine Pflanze der Salzwiese, hat Drüsen, dass das hier überleben kann, das Salz ausscheidet. Ach, das Weiße ist Salz, oder wie? Ja. Darf ich mal, ja, das schmeckt das salzig? Ein bisschen bitter. Oh ja, schlimm bitter. Ja. Und das heilt Krankheiten, ja? Ja, für einen Schnaps oder so, ne? Der Magen bitter. Im Schnaps geht alles, glaube ich. Im Schnaps geht alles. So, jetzt haben wir Salz. Eigentlich haben wir ja auch ein Ei, ne? Nein, darf man nicht. Okay. Wurde aber früher gemacht. Auch heute gibt es noch Leute, die in die Kolonien gehen und noch Eier holen. Aber es ist verboten. Ja, natürlich. Ja. Vogelschutzgebiet, oder? Ja, seit 140 Jahren ist eine Möwenkolonie, die man gebraucht hatte, um die Möwen anzusiedeln, damit sie genügend die Dünen düngen. Damit die Dünen wachsen und damit Küstenschutz betrieben wird. Die Langeooger haben früher tatsächlich das ein Frühstücksei gehabt oder auch Eier nach Norderney exportiert. Zu einem maritimen Frühstück, als es hier noch keinen Tourismus gab, wurden da Eier nach Norderney verkauft. Ach, okay.
Wir erreichen langsam das Watt. Die 800 Meter haben wir geschafft. Jetzt kommt das kulinarische Highlight, hoffe ich. Vielleicht liege ich hier. Meine Güte, ist das rutschig. Was ist denn hier los? Das sind Ausscheidungen vom Wattwurm, richtig? Genau, Ausscheidungen vom Wattwurm, verschiedene Muscheln, Wattschnecken, Garnelen. Garnelen? Garnelen, ja. Ich dachte, hier gibt's nur Krabben. Nee, jetzt warten wir erst die Kinderstube der Nordsee. Fangen wir uns jetzt Garnelen zum Essen? Ja, es geht jetzt gleich los. Ja. Was ist denn die das? Die Sandgarnele. Also das, was man als Granat kennt. Jo, Mini aber Mini, noch. Ja. Baby. Okay. Die werden hier geboren, wachsen hier auf und schwimmen später wieder raus. Das Watt ist ja geschützt, ne? Ja. Hast du den Eindruck, du machst ja immer diese Wattführung, dass sich das wirklich auch bemerkbar macht, dass es sich wieder mehr Arten ansiedeln oder ist das, sieht man das? Natürlich, durch den Schutz sieht man das. Das sind Arten wie hier der Löffler, der hier wieder brütet. Das ist die Kegelrobbe, die zurückgekommen ist. Das sind schon Arten, die wieder hier sind, weil wir sie schützen. Und manchmal auch zum Ärgernis auch von Leuten, die sagen, die Gänse, die immer mehr werden. Für die Landwirtschaft ist das ein Problem und da muss es auch Lösungen für finden. Gar nicht so leicht, es allen recht zu machen. Das ist ja das, was es in der Biosphäre die Herausforderung ist. Mensch und Natur im Einklang miteinander. Und wir wollen das ja auf der einen Seite schützen, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die hier wohnen und davon auch natürlich profitieren und hier ihr Auskommen haben. Und das in Einklang miteinander bringen, das ist die Herausforderung. Und das ist in Nationalparken und in Biosphärenreservaten wie hier, wird das ausprobiert. Wie können wir das besser machen? Ich habe schon eine Idee. Einfach gar nichts essen, oder? Nein! Doch! Das sieht ja toll aus. Wie kommt das denn jetzt hier hin? Das ist unsere Überraschung am Ende der Tour. Oh, ein guter Geist hat es gebracht. Oh, oder? Ich bin total dafür. Alles regionale Produkte, Großteil davon wird auf Langeoog auch hergestellt. Ach, toll. Nachhaltig und ressourcenschonend. Noch mal leckerer. Was ist denn das hier? Das ist Schinken vom Langeooger Reh. Ich esse ein glückliches Reh. So schmeckt Langeoog. Das war so die Idee zu dieser Tour gewesen. Ich bedanke mich für diese wirklich tolle Wattwanderung, die so einen schönen Höhepunkt findet. Danke. Gerne. Hat mich gefreut. Prost. Auf Langeoog. So eine tolle Wattwanderung habe ich wirklich noch nie gemacht. Tiere glücklich, Menschen glücklich. So will man doch eigentlich leben, oder? Am nächsten Morgen erwartet mich ein völlig anderes Programm. Ich bin im Schullandheim vom Ratsgymnasium Bielefeld verabredet. Und wer hat hier gepaukt? Entertainer Ingolf Lück. Hier fing damals alles an. Wie schön. Ja, wie schön, der Schauspieler. Hallo Ingolf. Hallo Juli, so. Tag. Dann zeig mal. Ja, das Schullandheim des Ratsgymnasiums Bielefeld. Es ist ein wunderschönes Gebäude. Ja, es sind echte Langeooger Steine. Hinein. Ich muss mich selbst erstmal wieder ein bisschen orientieren. Weil, wie lange warst du jetzt nicht hier? Ich war 40 Jahre nicht hier. Und das erste Mal, als ich hier im Schullandheim war, war ich 10. Ja, also das war 1968, ich war gerade ausgebildet. Ah! Du wirst ewig jung sein bei mir, ja. In meiner Wahrnehmung. So jung wie meine Liebe zu meinem Heimatverein Arminia Bielefeld. Oh nein. Weil das gehört natürlich im Schullandheim in Bielefeld, gehört natürlich hin. Als erstes, weil der Verein, da wirst du reingeboren und rausgestorben, da kannst du gar nichts machen. Die ersten Klassenfahrten gingen nach Kriegsende los und die ersten Bielefelder Schüler kamen nach Langeoog. Es hat ihnen so gut gefallen, dass sich die damaligen Lehrer und Vorstände überlegt haben, dieses Haus zu kaufen. Was für ein Glück für den Lück. Das ist mein altes Zimmer. Ja? Nein. Da kam der böse Ingolf dann rein. Es ist die Pestenkammer, also nicht das Zimmer. Aber hier, das ist die Essensglocke. Heute hat man keinen Klöppel mehr. Heute nimmt man. Wow! Nicht das gehört, ein Löffel. Aber da wusste jeder, und wenn man dann noch. Krass. Dann wussten alle Schüler, es geht zum Essen in diesen Raum. Und dann seid ihr von draußen und von oben einfach hier reingeströmt. Und dann gab es das berühmte Essen hier. Also ich weiß noch genau, es sieht natürlich jetzt wesentlich moderner aus. Obwohl der Fußboden, der ist noch der von damals. Aber alles andere ist neu. Ich weiß noch genau, wie der Früchtetee schmeckt. Ja, du hast diese Erinnerung, du weißt genau, es gab jeden Tag den gleichen Früchtetee.
Und es wurde natürlich wie in allen Kantinen und in allen Mensen wurde natürlich über das Essen gemeckert. Das ist klar, obwohl es lecker war. Es war richtig lecker. Es war Langeoger, bodenständiges Essen, was wir kriegten. Ich bin eigentlich sehr interessiert beim Thema Essen, aber ja, ich würde gerne mal die Zimmer sehen. Zeig ich dir. Komm mit. Ein Haus mit Geschichte. Jeder Schüler des Bielefelder Ratsgymnasiums war mindestens einmal hier. Erinnerungen, die auch nach 40 Jahren nicht verblassen. Dies ist das berühmte Zimmer 10, das ehemal, ja. Hier habe ich geschlafen. Jetzt ist es Zimmer 19. Jetzt ist es Zimmer 19. Ja gut, auch das hat sich geändert. Wo hast du geschlafen? In welchem Bett? Hier, genau hier so. Ja, guck mal, dann machen wir doch mal so wie, ich möchte auch mal wieder das Feeling. Ich gehe mit Schuhen. Ach so, kommst du da überhaupt raus? Ja, hier ist das, oder? Ach so, ja, nimm den. Wir hatten ja Leitern, ne? Genau, dann nimm du den Stuhl. Warte, ich will die Schuhe ausziehen. Ja, das glaube ich auch. Also mit Schuhen ins Bett war natürlich ganz schlimm. Das haben die Lehrer ja kontrolliert. Sag mal, wie kommt man denn da hoch? Braucht einen zweiten Hocker? Oder kannst du Räuberleiter machen? Ja, so. So. Ja, eins, zwei. Oh. Alles klar. Wunderbar, siehste? Oh, wie schön. Ja, ist aber eng hier. Und du konntest, vor allem, wenn du unten lagst und der oben zu laut schnarchte, konntest du mit dem Fuß immer so, hey, wo da oben? Stimmt, das haben wir auch gemacht. Genau. Warst du damals schon so lustig? Also hast du hier auch gemerkt, dass die Menschen über dich lachen können? Also ich war kein Klassenclown. Ich war ja am Anfang auch noch, als ich mit 10 zum ersten Mal hier war, ich noch ein dickes Kind. Und ich habe dann erst mit 13 habe ich erst so mal 2 Monate lang nichts gegessen und irgendwie Gewicht verloren. Dann schießt du natürlich noch nach oben und so. Aber vielleicht habe ich auch deswegen unten gelegen, weil ich gar nicht raufkam. Das kommt mir jetzt nämlich alles. Ja, weil hier ist es eng. Ich habe hier noch so eine Dachschräge. Ja. Also für mich wird es auch eng. Sag mal, und als dann so, ich komme mal runter. Ja. Als dann so die ersten, bleib ruhig liegen. Ja. Warte mal. Das wollte mal helfen. Das kann echt schief gehen. Gut, geschafft. Als dann so die ersten Mädchen kamen, Ingolf, ne? Ja. Rutsch mal rüber. Ja, ja. So, dann kamen so die ersten Mädchen. Ja. Wie war das denn? Hier auf Langeoog haben wir natürlich auch das eine oder andere Mädchen dann kennengelernt von der Insel. Das heißt, wir haben, kann ich jetzt ja verraten, wir haben nachts manchmal auch diese Schullandheim verlassen. Sind übers Dach abgehauen und sind dann später wieder gekommen. Und die Lehrer haben vielleicht nichts gemerkt. Vielleicht waren sie aber auch einfach so nett, dass sie gesagt haben, ja komm, lass die Jungs, sie sind 16, 15, lass die mal ihre Abenteuer erleben. Mhm. Also die Lehrer waren eigentlich viel lieber, als wir die damals so empfunden haben. Vor allem, weil sie sich hier auch privat gezeigt haben. Das war insgesamt eine sehr, sehr schöne Zeit und hat natürlich diese Bindung an die Insel ganz besonders hervorgerufen. Und diese Bindung hält bis heute an. Nach der Schullandheimführung will mir Ingolf noch sein größtes Hobby zeigen. Langeoog ist ein Paradies für Kitesurfer. Profis können sich hier richtig austoben und Anfänger den Sport von der Pike auf lernen. Ingolf, bist du bereit? Ja, noch nicht. Also willst du wirklich bei diesem Wetter raus? Ja, das Schöne auf Langeoog ist ja, dass wenn die Sonne scheint, ist ja meistens Windstille. Und wenn das Wetter nicht ganz so toll ist, dann hast du tollen Wind. Und dann kannst du eben halt so Sachen machen, so coole Sachen machen wie Kiten oder Kiten lernen. Das ist das Schöne. Und Mitch, der ist der beste Lehrer, den es gibt. Mitch, danke. Als du die Surfschule eröffnet hast, ne? 2007, da warst du ja der Erste hier, ne? Mit diesem Angebot. Ja. Warum hast du dich für Langeoog entschieden? Ja, als ich gesagt habe, in meinem Bekanntenkreis, ich möchte auf Langeoog Kitesurfen und Windsurfen anbieten, da haben die gesagt, auf Langeoog, da sind ja nur alte Leute. Und ich dachte mir, ja, weil es eben kein Programm gibt für junge Leute. Ja. Also ich weiß, es ist ein gutes Argument für alle Väter, die Kids haben, so in pubertierendem Alter und die sagen, oh, was soll ich auf dieser Insel, da gibt es ja nichts mal als Autos. Ja? Da kann man immer sagen, liebe Väter, ihr könnt kiten, ihr könnt surfen, ihr könnt so mitgehen und das ist wunderbar. Das ist ein super Argument. Wo werden wir dich denn erleben? Draußen oder im Priel? Ja, also aus versicherungstechnischen Gründen. Im Priel. Okay, ja du, ich werde dich anfeuern, als wärst du auf hoher See. Ja, kannst gut. Aber sicher sein. Ist ne? Cool. Super, okay. Dann auf. Jo. Jetzt bin ich gespannt auf Ingolfs Kite-Künste. Get it on, bang a gong, get it on, get it on, bang a gong, get it on.
Wow! Du bist schon fix und fertig, oder? Nein, aber du siehst, Kiten ist schwer. Ja, ist es wirklich. Obwohl für so die Kids ist es einfacher. Die machen sich nicht so viel Gedanken wie wir Erwachsene. Ja, was alles passieren kann. Du denkst dir, was ist das richtig, ist das und das. Und die Kids fahren einfach los und deswegen ist das eine ganz tolle Sache. Zeit für eine Pause. Bei einem der 14 Fahrradverleiher repariert Ingolf gerne freiwillig Drahtesel. Seine zweitliebste Lieblingsbeschäftigung hier. Du kannst mir die 15er Knarre mal geben. Weil wir müssen jetzt das Vorderrad wieder einbauen. Das ist so ein bisschen tricky. Das ist eine 15er Knarre, ja genau. Das heißt also, es ist eigentlich ein Schraubenschlüssel. Aber Knarre heißt das deswegen, weil das so knarrt. Wie oft reparierst du auf Langeoog Fahrräder? Immer, wenn mich jemand lässt. Machst du das so gerne? Ja, ich mach das gerne. Was ist daran so toll? Das Tolle ist eben halt, dass es eine Arbeit ist, die handwerklich ist. Weißt du? Und die anders ist als das, was man sonst macht. Und das bringt einen runter. Die Insel bringt dich ja sowieso runter und lässt dich entspannen und so handwerkliche Sachen sind dann natürlich immer noch mal besonders toll. Fällt dir das leicht, dich zu entspannen? Weil ich erlebe dich als so energetischen Menschen und hier diese Slowdown-Insel, passt das zusammen? Ja, das ist, nach 4 Tagen bist du total ruhig und es ist alles total schön. Also es ist, es ist wie früher in den 60ern, als die Leute dafür noch Drogen genommen haben. Da fährst du heute einfach nach Langeoog und hast genau das Gleiche. Slowdown ist auch mein Stichwort für Langeoog. Mein nächstes Date ist im Segelhafen der Insel. Hier geht es wirklich gemächlich zu. I love your hair like that. The way it falls on the side of your neck. Down your shoulders and back. Moin, Nels. Moin. Ich bin mit Stegwartin Ulla Sommer unterwegs. Der ersten Stegwartin überhaupt auf der Insel. Unsere Plätze sind ja nummeriert. Und wenn die Segler ankommen, dann müssen die oben bei mir im Container natürlich auch ihre Platznummer angeben. Ja. Ne? So. Was hat das Handy gerade gesagt? Bester Ehemann? Das ist jetzt mein Mann, der hat es am Telefon. Den habe ich aber jetzt eben weggedrückt. Ich mag den Klingelton. Der Yachthafen hat 200 Liegeplätze. Die Übernachtung wird nach Bootslänge abgerechnet. Ein 10 Meter langes Boot kostet etwa 15 Euro. Wir schauen jetzt noch mal, ob die alle ihre Liegeplätze richtig angegeben haben. Ach, schau mal, hier, guck mal, der Bensasila. Ja, der ist trocken gelaufen, ne? Oder wie sagt man dazu? Das Boot Elo, ja. Und Elo hat nicht genug Wasser gehabt. Da wurde zu früh der Stöpsel gezogen. Nein, schätz mal Seite. Wir warten jetzt, dass die Flut kommt und du siehst, es läuft wieder auf das Wasser. Die C20 hast du dich schon in deinem Buch? Nein, der war nicht. Doch. Nee, das ist D, das ne? Das ist D, genau. Der hat sich nicht angemeldet. Der hat falsch geparkt. Falsch geparkt, also. Und sich nicht angemeldet. Was ist das? Dunkelrot. Was kriegt der jetzt, eine Strafe oder was? Nein, mildere Ausgabe heute. Ja? Ja. Der Stöpsel war ja zu früh gezogen. Vielleicht liegt er auch irgendwo an Bord und da hat es nicht mehr reingeschafft. Nein, ich habe ihn da oben schon gerade laufen sehen. Lebt noch, das ist gut. So, Apero, hast du die in deinem Buch? Ja, C22, haben sich angemeldet. Obwohl Langeoog ja nicht zu Unrecht den Ruf hat, sehr ruhig zu sein, gibt es für Ulla Sommer jede Menge zu tun. Falschparker, Aufgelaufene, Nichtzahler, alles dabei. Vor ihrem Job hier im Hafen war sie auf Langeoog beim Ordnungsamt beschäftigt. Wie reagieren die denn, wenn die sehen, dass eine Frau hier das Sagen hat? Also, das ist immer noch unüblich, ne? Ja, es gab noch nie eine Stegwartin. Hier auf immer Langeoog. Männer. Ja. Waren immer eine Männerregie. Ja, dein Typ wird verleiht. Na, Moment. Geh ruhig ran. Seglerverein Ulla Sommer. Habt ihr noch einigermaßen Platz im Hafen? Ja. Wie spät wolltest du denn einlaufen? 6:30. Wie lang ist dein Boot? 9 Meter. Ja. Doch, gehst du am B-Steg, da ist noch eine Lücke, da kannst du rein. Alles klar. Ja, bis nachher. Tschö. Das ist dein Traumjob hier, oder?
Ja, ich glaube schon. Ich habe gesagt, also wenn das alles so bleibt und ich gesund bleibe, möchte ich schon bis zum Rentenalter hier bleiben. Ich bin unheimlich gerne hier. Das ist, ich komme morgens und ich fahre teilweise spät abends wieder nach Hause, weil es ist eine Ruhe hier, die der Körper auch braucht nach so vielen Jahren Stress. Das ist einfach, ja, mein Wohncontainer. Ein kleiner Container als Sinnbild für das große Glück. Ulla hat im Leben offensichtlich alles richtig gemacht. Und vielleicht liegt das auch etwas an der magischen Ausstrahlung, die diese Insel hat. Am nächsten Morgen geht's weiter. Das Licht ist heute besonders schön. Diese strahlenden Bilder stammen von Anselm Prester, dem Inselmaler von Langeoog. Seit mehr als 50 Jahren lebt er hier und kann sich ein Leben ohne Staffelei, Pastellkreide oder Ölfarbe nicht vorstellen. Lieblingsmotive des gebürtigen Bayern? Himmel, Wellen, Dünen. Die Kreide nimmst du immer mit der ganzen Fläche, legst du die auf. Während der Saison gibt Anselm Malkurse. Das ist der schönste Beruf der Welt, was, ja, außer deinem natürlich. Ich glaube, eurer ist noch besser. Aber, ja, es ist ein bisschen ein Stück Unabhängigkeit. Mhm. Und du bist nur dir selbst verantwortlich. Und das hat schon was. Aber es erfordert eine Menge Disziplin. Und gerade wenn man Schüler hat, dann hast du auch eine Verantwortung. Wir haben ja im Sommer in den Kinderkursen bis zu 40 Kinder in einer Stunde. Die müssen wir im Griff haben. Und da sind wir für verantwortlich. Ja. Und ich bin dafür verantwortlich, dass meine Schüler nicht malen lernen, sondern ihre Augen besser benutzen. Ja. Ja? Ich will, dass sie sehen lernen, was es hier an der Natur zu sehen gibt. Und auch mal das Gehirn dafür schärfen, was es an Details gibt, die man sonst leicht übersieht. Oder hast du dich schon mal für die Farbe eines Schattens interessiert? Nee. Und da will ich die Sinne schärfen. Und alle meine Schüler bestätigen mir, dass sie dann, wenn sie das mal gemalt haben, was ich jetzt mit dir vorhabe, ja, ganz anders durch diese Landschaft laufen. Und das ist ein schönes, positives Zeichen, ein schönes Echo für mich. Dann weiß ich, dass ich es richtig gemacht habe. Hoffentlich enttäusche ich ihn und seine Enkelin Carmen jetzt nicht. Nach unten lässt du den Druck ein bisschen aus der Kreide raus, oben ein bisschen kräftiger. Aber wir malen nicht das ganze Blatt aus. Ne, wir wollen ja nur eine Farbskizze machen. Ach so. Okay, Carmen kann es eindeutig besser. Aber die 25-Jährige lernt ja auch schon seit ihrer Kindheit beim Opa. Und sie wird die Kurse bald übernehmen. Wie war das für dich, als dein Großvater dich gefragt hat, ob du die Malschule übernehmen willst? Er hat mich ja gar nicht gefragt. Ach so. Sondern ich bin auf ihn zugekommen. Wirklich? Ja, das kam von mir aus. Ach, und wie war das für dich? Ja, für mich ist es auch ein gutes, ein schönes Gefühl, wenn man weiß, das hört nicht auf, es geht weiter. Mhm. Ne? Ich will ja jetzt aufhören. Ich habe dieses Jahr, das letzte Jahr, wo ich die Kurse noch leite, nächstes Jahr wird Carmen das ganz alleine machen. Und ich weiß, dass sie das kann. Sie ist dann so weit. Und Opa kann öfter mal am Tegernsee oder sonst wohin. Ja, ich werde ja weitermalen. Das höre ich ja nicht auf. Aber die Kurse wird Carmen machen. Ist das ein Traum von dir, die Insel mal verlassen zu können? Nee. Nein, nein. Das ist mein Mittelpunkt hier. Ja. Ich werde das auch nicht verlassen. Das heißt, freiwillig. Ja. Am schönsten ist es wirklich hier. Ja, und das genieße ich. Und sie wird das auch mal genießen. I fell in love on the seaside.
Meine nächste Verabredung. Ich treffe Dünensänger Herbert Burmeister und seine Band. Warum bringst du die Menschen dienstags immer zum Singen? Weil das Spaß macht und Freude macht. Nicht nur für mich, für mein Team, für die Leute. Und es ist eine uralte Tradition, auch lange auch schon fast 60 Jahre. Mhm. Ja, Wahnsinn, ne? Wie an jedem Dienstag sind stimmgewaltige Touristen geladen, in einem Dünental unterhalb des Wasserturms einfach lauthals mitzuschmettern. Burmeister ist jetzt 80. Er macht den Job seit mehr als 15 Jahren. Mit dabei ist auch Hermann aus Bielefeld, der Herbert in seinem Urlaub gerne unterstützt. Ihr gehört gar nicht hier zur Insel? Wir gehören hier gar nicht zur Insel, obwohl die halbe Insel gehört uns eigentlich schon. Weil wir jetzt, wir haben mal nachgerechnet, das 56. Mal hier in Urlaub sind. Ach was. Doch weil das so eine Top-Insel ist. Jeder hat natürlich seine Insel. Wenn man sagt, was ist die schönste Insel, kann man nicht sagen. Ah. Einer fährt nach Norderney, der andere sagt, nee, Baltrum ist so toll. Ja. Nee, Baltrum ist ja so klein, deswegen heißt es ja Baltrum. Ne, weil man ja schnell Baltrum ist, wenn man kommt. Und Langeoog, was hast du da für einen Satz? Ist lang, das ist, hier kannst du alles machen, was du willst. Hier kannst du sogar Dünensengen machen, das gibt's auch nicht überall. Hör mal, das ist aber auch ein Kompliment, oder? Wenn ja. sogar die Urlauber schon ja. hier aktiv mitmachen. Ja, natürlich. Ja. Wer ein Musikinstrument hat, ist immer dabei hier. Ja. Das ist so. Und da sitzen schon die Ersten in der Sonne. Ach ja, guck herrlich. Mal. Ja. Deine Fans, Herbert. Meine Fans, ja. Ja. Ich hoffe, da kommen noch eine ganze Menge dazu. Ja, die waren letztes Mal auch hier, die beiden. Man kennt dich ja vom Ansehen, kenne ich ja alle. Ne? Aber, du merkst das sofort, wenn einer neu kommt, oder? Ja, 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 ja. Es kommen neue, immer. Ist auch schön, ne? Ja. Wir haben ja noch ein wenig Zeit, überhaupt. Wir müssen uns ein wenig einspielen. Lauter? Nein. Dein. Eins, zwei. Ja. Angelockt von den Akkordeonklängen kommen an guten Tagen bis zu 400 Menschen hier zusammen. Einfach, weil sie Spaß am Singen haben. Es sind ja mittlerweile schon relativ viele Leute hier. Ja. Bist du aufgeregt noch vorm Dünensingen? Ein bisschen. Zu Hause. Zu Hause, ja. Aber ich übe zu Hause auch manchmal noch vor dem, ja. damit das hier alles klappt. Aber ich habe ja meine Crew dabei, da kann doch nichts schief gehen. Ne? Ich begrüße Sie, moin alle zusammen. Schön, dass Sie alle da sind. Heute Morgen sah das Wetter nicht so toll aus. Aber jetzt haben wir die Sonne, weil ihr alle hier seid. Und wir haben auch schon jemanden gefunden, der den Computer bedient. Judith, die bedient den Computer heute. Richtig. Und die kann gleich mal die Nummer 1 eingeben, wenn sie da oben rankommt. Ja, klar. Kommt sie. Ja, super, danke. Ohne dass die Festplatte abgestürzt. Ja. Und mit dem Lied hoch auf den gelben Wagen fangen wir jetzt auch gleich an. Wer wie ich nicht ganz textsicher ist, für den gibt es das Liederheft mit allerlei Schlagern, Volksliedern und Shanties. Schönes, ruhiges Langeoog und deine wunderbaren Menschen. Ich habe übrigens gehört, dass man automatisch zum Ehrengast ernannt wird, wenn man die Insel 25 Mal besucht hat. Also auf die nächsten 24. Brighter than the sun.